Wir sind nach dem Studium mit diesem Programm, dass die Künstler eben aufs Land sollten, weil sie nicht in Berlin stören sollten, hierher gezogen, wie die Friseure, irgendwie überhaupt nicht gewusst, was uns hier blüht. Und eigentlich sind die interessantesten Dinge sind für mich doch immer die, mit wo also Menschen dabei sind, wo Architektur dabei ist, wo Stadt ist, wo Gegenstände sind. Die Natur ist so in dem Sinne nicht furchtbar anregend. Wir sind hier einfach so gelandet. Wir leben hier zu zweit und sind zwei Bildhauer, was natürlich die ganze Sache noch spannender macht, weil zwei Leute mit so einem Beruf auf dem Haufen ist schon nicht so einfach. Also es kommen Leute vorbei und wundern sich, warum hier zwei Verrückte sowas machen. Mitten im Nichts ist plötzlich eine Scheune mit Kunst und Kaffee und Kuchen. Das ist so ein Transmissionsrad. Das lag hier auf dem Grundstück. Vielleicht war das von irgendeiner alten Landmaschine oder von einer Dreschmaschine so eine Hälfte. Da bewegt sich auch was, wenn man hier. Er weiß auch nicht richtig, wohin er soll. Sind eben auch manchmal schöne Teile, so ein Haken oder so ein Gelenk. Ich würde sagen, das sind in Material gefasste Sehnsüchte oder Poesien, angeregt von gefundenen Stücken und von Überlegungen. Ja, ich kann das ja nicht sagen. Also das sind so auch manchmal ja, philosophische, so um die Ecke gedachte Sachen, die mir so bei Materialien und bestimmten Dingen und so in den Kopf kommen und auch so Wortspiele. Ja, das kommt, wie es kommt. Ich bin mal irgendwann darauf gekommen, dass ich Fleischwölfe genommen habe und die ein bisschen umgebaut habe und es ist dann ein Rudel Fleischwölfe geworden. So, ansonsten gibt es ja auch so Dinge, die man baut und hinterher fällt einem dazu eine Geschichte ein, beziehungsweise die Geschichte war vielleicht auch schon da. Ja, also manche Sachen bewegen sich auch. Versuchen könnte man es ja noch mal. Doch, es geht noch ein bisschen. Gut. Ja, und da ging es so ja, um die Jagd hier in der Uckermark, ist ja auch weit verbreitet, diese drei Trophäen. So. Ja, es ist so ein Webschiffchen. Eigentlich heißen sie Webschützen, aber es ist ja so ein, hat ja was von einem Schiff aus einem Webstuhl, Webschiff. Da ist ja schon steckt das Wort ja schon drin. Ja, vielleicht ist das so eine Seele, die da so wie eine Seele, die auf dem letzten Weg ist. Auch so gefundene Sachen, wo ich so denn ja so Stück für Stück kommt sowas zusammen. Man kann ja dann letztendlich hinterher ganz viel dazu erzählen, wenn es einem einfällt. Aber es sind halt einfach auch schöne
zum Teil schöne Objekte, da würde man ja nicht drauf kommen, wenn man jetzt sowas sich ausdenken würde, aber die sind eben durch die Funktion so, dass sie also in sich auch wieder schön sind. Die müssen funktionieren und ja, daraus ergibt sich dann manchmal so eine folgerichtige Ästhetik. Ja, es gibt eine Sache, das ist so eine ganz eigentlich kleine Sache, so eine ganz zarte, so ein Flieger. Den habe ich also gemacht, als wir hier angekommen sind. Und der liegt mir einfach so am Herzen, weil er so, ja, weiß ich nicht, es ist so ein Anfang, so ein Punkt, wo ich noch weiß, ah, das war hier in dem halbfertigen Haus oder in irgendeiner Küche so zusammengebastelt. So gibt es so Stücke, da weiß man ja nicht, den würde ich auch nie weggeben. Der liegt mir irgendwie am Herzen. Der kleine Flieger. Mehr kann ich gar nicht sagen. Ja, wer weiß. Ja, mir ist manchmal so ja nicht danach, so viel zu assoziieren und zu denken, einfach mal so nichts zu denken und den Mund zu halten. Es wird so viel gequasselt über alles. Es macht manchmal einfach ganz gut, wenn mal Ruhe ist.